Heute ist ein schöner Tag für unser Land. Zum dritten Mal in Folge hat Schleswig-Holstein einen Haushaltsüberschuss, 646 Millionen Euro. Wir schaffen es, 500 Millionen für Infrastruktur zu reservieren. Über 120 Millionen gehen in die Tilgung und die Kommunen bekommen auch ihren Steueranteil. Alle können sich freuen und wir haben eine gute Grundlage, um tatsächlich jetzt auch den Sanierungsstau abzubauen, Krankenhäuser, Schulen und Straßen zu reparieren.